So Leute, und da sind wir auch schon wieder mit einem neuen Part von Let's Play Crysis 2. Das Hargreaves-Gebäude ist gleich hier. Langsam, aber stetig. Infiltriere das Hargreaves-Gebäude. Folge Chino. Okay. Chino? Ich bin Chino. Und ich kann das Auto nicht wegtreten. Was ist denn für ein Kack? Egal. Ich habe immerhin noch meine tollen Waffen. Ja, dieses Level gefällt mir. Erinnert mich irgendwie sehr stark an, was zum Henker? Erinnert mich hier gerade irgendwie sehr stark an, Bionic Commando. Verreck, dämlicher außerirdischer Moment. Ach Gott. Gerade sagen, lad mal schneller nach, Alcatraz. So. Warum laufe ich so langsam? Gerade sagen. So, schön. Nein. Nanovision aktiviert. Nein. So, genau. Was? Panzerverband? Geil, ich kann eh nichts anderes machen. Haben wir hier? Aber hier haben wir einiges. Ich kann das echt kaum lesen. Irgendwas, keine Ahnung. Was? Na, was? Luftlärm? Was? Egal. Egal. Ich mach erstmal weg, so. Gehen wir weiter da, ne? Ja, das kann ich aber noch alles. Gut, ich hätte erst gedacht, ich hätte das alles verstellt oder so. Moment. Ich tausche das gerne dagegen um. Ist das denn? Ach, hier. So, sehr schön. Aber die Knarre ist fast schon besser gefällt, ehrlich gesagt. Ein Wasserfall. Ach Gott. So. Erinnert schon fast wieder ein bisschen an Teil 1. Was auch sehr schön, weil man mit den ganzen Guerilla angegriffen. Irgendwo, weiß ich, wer weiß, wo aus dem Wald angreifen. Die Waffen sehen fast gleich aus. Okay, das Gebäude ist abgeriegelt. Sie müssen sich einen Weg durch die Parkgarage freisprengen. Die Bioprotokollproben befinden sich im Forschungsflügel im 11. Stock. Sie müssen durch die Lobby ab. Okay. So. Benutze das BMD-Geschütz, um die Sicherheitsnavigation zu aktivieren. Ich schaue nur gerade, ob hier irgendwelche Gegner sind. Sieht aber ehrlich gesagt nicht so aus. Ach, guck mal da. Da ist ja der Kopf. Was zum? Was zum? Oh. War ja klar, dass ihr wieder kommt, ey. Glaubt aber ja nicht, dass ich es euch einfach mache, Leute. So. Kann er sagen, verrickst du auch mal? Aber was so. Boah, von da vorne auf. Boah. Tarnfeld aktiviert. Wann der jetzt? Der ist ja weg. Er soll mir recht sein. Tarnfeld aktiviert. Verflucht! Schon
wieder keine Munition mehr. Perfekt, so. Kann ich jetzt auch mal verwenden. Ich meine, da hinten liegt extra Munition für mich rum. Ach Gott. Ey, ist doch jetzt nicht wahr, oder? So. Erstmal sammle ich mir die Munition da ein. Die ich nämlich brauche und hier ist ganz viel davon. So, sehr schön. Erstmal nachladen. So. Und die andere auch nochmal sofort nachladen. Okay, ich sehe Gegner da irgendwo unten. Ach Gott. Tarnfeld aktiviert. Was war das denn? Das ist doch die Parkgarage hier, ne? Tatsächlich. Was so? Tarnfeld aktiviert. Okay. Sammle ich gerne ein. Kann man ja immer gut gebrauchen, nicht? Okay, hier komme ich. Komm ich hier rein. Nein, die Tür kann ich nicht aufmachen. Nein, das möchte ich gar nicht. Ich möchte... Nein! Tarnfeld aktiviert. Sind die denn jetzt? Okay, das war ein ziemlich guter Schuss. Moment. Ist der auch flöten gegangen? So. Das war doch eigentlich ganz leicht, ne? Wow. Ah, ist wieder so ein fettes Viech da, oder was? Sieht fast so aus. Aktiviert. Ich frage mich nur gerade wo. Ich hoffe nur gerade nicht, dass er hier jetzt reinkommt. Das wäre ein bisschen suboptimal. Tarnfeld aktiviert. Ne, ist ein stinknormaler. So, verreckt. Was sind das immer für komische blaue Dinger, die hier rumfliegen? Oh, Moment. Alien-Zeugs, ne? Tarnfeld aktiviert. Ein kurz nachladen. Auch ist nachgeladen. Auch gut. Toll, ich hätte auch einfach durchschleichen können und die einfach hier mit dem Geschütz fertig machen können, aber egal. Was? Wo soll ich hin? Wahrscheinlich irgendwo unten hier. Moment. Ah, okay. Die Garage ist zu, Alcatraz. Ach. Sie müssen sich den Weg freisprengen. Ach so, okay. Ach so, okay, ja, natürlich. Dann wollen wir mal. Ich gehe mal ein Stück weiter zurück. Ja. Und bam, so. Führe mit dem Bioreparaturprotokoll ein Upgrade beim Nanosuit durch. Nimm den Aufzug zur Lobby. Okay. Tarnfeld
So. Zum Trocknen rausgehängt. Zum Trocknen rausgehängt. Okay. Wovon habe ich mehr? Ich habe von beiden gleich viel, aber ich nehme hier mal die Knarre hier mit. Was sich überhaupt nicht gelohnt hat. Weil ich ja sowieso beides hab. Was so? Was zum Teufel machen Sie da eigentlich? Ja, was zum Teufel machen die hier eigentlich? Ich sagte Feuer einstellen. Sie können mich mal, alter Mann. Prophet stirbt hier. Wir haben Arsch, Penner. Alles Idioten. Was ist eigentlich Chino hin? Feuer einstellen. Nein. Oh, das war ja wieder einmal klar. Wird aktiviert. Den hätten wir erstmal. Tarnfeld aktiviert. Schon wieder hier, ey. Dann schmeiß ich auch noch mit Granaten rum hier, ey. Oh. Das hat er gerade richtig gesehen, hat der einen Raketen, einen Granatenwerfer? Oh Gott. Ich muss mich erstmal sammeln. So. Tarnfeld aktiviert. Ich glaube, das ist gerade besser. Mann am Boden! Mann am Boden! Mann am Boden! Mann am Boden! Tarnfeld aktiviert. Ist der Mann denn jetzt wirklich am Boden oder tut er nur so? Ich möchte es einfach mal hoffen. Tarnfeld aktiviert. So, wo sind denn hier noch Leute? Moment, Moment, mal, Moment. Ich habe hier gerade irgendeine tolle Waffe gesehen. Wo ist denn die? Hier. Ja. Was ist das denn? Uiuiuiui. Ein Schrotgewehr. Okay, ich sehe gerade keine Bitte. Was zum... So, Penner. Blöder Penner. Was ist das für eine coole Knarre, die ich hier habe? Aber das sieht noch um einiges cooler aus. Ach, das hatten wir doch schon, ja? Möchte ich nicht. Was so? Tarnfeld aktiviert. Gnädig. Oh, Knee. Okay, die Knarre ist echt scharf, wollte ich sagen. Tarnfeld aktiviert. Ob das so gut wäre? Ich gehe besser nicht durch. Was? Was war denn mit dem gerade? Jetzt kommen hier wieder mit Geschützen an, ey. Blöder, feiger Penner. Tarnfeld aktiviert.
das war tatsächlich ein Geschütz. Und hier gibt es echt Unmengen an Munition. Das ist sehr schön. Tauchfeld aktiviert. Okay. Ein Aufzug. So. Greife auf das Sicherheitsterminal zu. So. Okay, das gefällt mir hier. Tarnfeld aktiviert. Da bin ich ja schon. Lup, so. Erledigen Sie ihn, Gentlemen! Ach, du blöder Penner! Ich will, dass dieser Wahnsinn ein Ende hat! Was machen Sie da, Lockhart? Ja eben, was machst du denn da locker? Was machst du denn wieder für einen Scheiß? Ja, na toll! Boah, seid ihr feige Bastarde, ey. Wir haben keine Wahl. Dieser Hund geht jetzt nicht auf die Landbahn. Das Direktorium ist auf meiner Seite. Es will Ihren Blödsinn nicht mehr hören. Ich erledige das Kommando. Geben Sie auf! Genial. So ein Arsch, ey. Ah gut, dass ich diese Knarre hier habe, die ist echt fotzengeil. So. Was so? Was war das denn? Okay. Die Aufzüge und Sicherheitstore sind alle offline. Sie müssen das System vom Hauptpult aus neu starten. Toll. Lup. Ich hätte jetzt gedacht, der geht einfach mal so mit der ganzen Hand einfach mal so draufhauen. Mit der ganzen Faust. Was so? Nein. Nee, Leute, ihr seid doch... Och, seid ihr scheiße. Na toll. Oh, jetzt kommen die auch noch an. Och, na toll. Oh. Wo hätte ich denn jetzt schon wieder hingespült? Na toll. Was ist das schon wieder für ein Scheiß? Oh. Stoß an der Central Station wieder zu China. Stoß jetzt an der Reds. Naja, dass ich so schnell rauskomme, hätte ich nicht gedacht. Okay, ein Tunnel. Kommen Sie dahin, falls möglich. Wir werden Sie brauchen. Was für ein verdammter Dreck. Eine Palastrevolution gerade jetzt. Diese Idioten. Okay, Alcatraz. Verschwinden Sie von dort. Ich kümmere mich jetzt um Lockhart. Wir unterhalten uns auch noch. Ja, hau dir mal so richtig einen in die Fresse. Denn ich mache an dieser Stelle jetzt erstmal wieder Schluss und sage bis zum nächsten Part, Leute. Also, ciao.